Das ist die Workbench 1.3, wie wir sie kennen und lieben. 4 Farben, schwarz, weiß, irgendwas in der Art von Bernstein und das unverkennbare Amiga-Blau. Das System, auf dem diese Workbench läuft, ist ein ganz normaler Amiga 500, 68.000er Prozessor, 7,09 MHz, also ein PAL-System. Warum dies so wichtig ist, dazu kommen wir später, und 1 Megabyte Arbeitsspeicher. Soweit, so normal. Das ist nun etwas Spezielles. Normalerweise kann man erst ab der Workbench Version 2 eigene Hintergrundbilder einblenden. Und wenn wir uns die Farben mal anschauen, also das sind definitiv mehr als 4. Nun ja, könnte eine gebastelte Softwarelösung sein. Und das haut nun dem Fass die Krone ins Gesäß. Ein bewegtes Hintergrundbild, ein regelrechtes Video, welches absolut Rechenkapazität unabhängig, also völlig ruckelfrei bei egal welcher CPU-Belastung oder Speichernutzung zu laufen scheint. Seltsam. Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass wir uns nicht mehr auf der Software-Ebene bewegen. Aus der Geschichte wissen wir, dass der Amiga bei der Videobearbeitung sehr beliebt war. Warum das so ist, wollen wir uns in den folgenden Minuten ansatzweise anschauen. Viel Spaß mit den 35. Yesterchips Videobearbeitung, Schwerpunktthema Genlog. Das Wort Genlog ist eine künstlerische Kurzform für Generator Locking Device. Vereinfacht gesagt findet ein solches Device immer dann Einsatz, wenn man mehrere Videoquellen zeitkorrekt miteinander mischen oder unterbrechungsfrei untereinander umschalten möchte. Prominentestes Beispiel hierfür ist das Fernsehen, denn hier werden ja permanent Videosignale miteinander gemischt. Im Fernsehstudio gibt es also mehrere Videoquellen und einen externen Taktgeber, welcher sozusagen als Dirigent das genaue Tempo vorgibt und damit die ruckel- und unterbrechungsfreie Mischung der Signale ermöglicht. Wie ein Metronom gibt das Genlog immer den gleichen Takt heraus und sorgt damit sozusagen für Gleichschritt der angeschlossenen Videoquellen. Alternativ gibt es auch Lösungen, bei denen die Taktung der ersten Videoquelle als Takt für alle weiteren Videoquellen vorgegeben wird. Videoquellen, welche so miteinander synchronisiert sind, werden als Generator Locked oder eben Genlocked bezeichnet. Der Commodore Amiga, angefangen beim ersten Modell, dem 1985 erschienenen Tausender, war der erste Homecomputer, welcher imstande war, mit einem Genlog zusammenzuarbeiten. Dies beruht unter anderem auf der Tatsache, dass die Homecomputer der 80er und 90er Jahre quasi um das Fernsehgerät herum entwickelt worden sind. Deswegen treffen wir auch immer wieder auf die Unterscheidung PAL und NTSC. Daher rühren auch die leichten Geschwindigkeitsunterschiede und krummen Werte, wenn es um die Prozessortaktung geht. PAL hat eine Bildwiederholfrequenz von 50 Hz, NTSC macht 60 Hz. Daraus resultiert, dass die CPU eines PAL Amiga mit rund 7,09 MHz und die eines NTSC Amigas mit rund 7,16 MHz taktet, also ein klitzekleines bisschen schneller ist. Mit der Einführung von CGA, EGA und VGA und den damit verbundenen eigenen Monitoren wurde diese Zwangssynchronisierung mit dem Fernsehsystem hinfällig. Warum hat man das aber damals so gemacht? Einfachster Grund? Geld. Fast jeder Computer-User hatte damals bereits mindestens einen Fernseher zu Hause. Na, bis auf die McFlys, die hatten 1985 bekanntlich ja 2 davon. Stellenweise war es sogar so, dass ein spezieller Computermonitor, welcher unbestritten ein besseres Bild erzeugen konnte als ein Fernsehgerät, genauso, wenn nicht teurer war als der Computer selbst. Da ist die Brie wirklich steirer als die Brocke, wie der Odenwälder sagen würde. Zudem spielten auf den Homecomputern dieser Tage wirklich hohe Auflösungen noch kaum eine Rolle. Demzufolge wurde das Fernsehgerät nicht an die Leistungsgrenze getrieben.
PAL stellt satte 720x576 Bildpunkte zur Verfügung und das musste so ein Computerchen erstmal erzeugen können. Kurzum, man hat als User also gar nicht das Bedürfnis nach einem separaten Computermonitor. Es sei denn freilich, man arbeitete stundenlang davor mit einem Spreadsheet oder einer Textverarbeitung, aber für diesen langweiligen Kram war ja schon damals der PC da. Genlocks gibt es für den Amiga in unterschiedlichen Ausführungen und Leistungsmerkmalen. Die gröbste Unterscheidung ist die Frage nach dem Installationsort der Hardware, also intern oder extern. In den großen Amigas 2000, 3000 und 4000 gibt es einen speziellen Videoport, welcher eine Genlock-Karte aufnehmen kann. Am Videoport an sich liegen die gleichen Signale an wie am externen 23-poligen RGB-Port, den man an jedem Amiga, mal abgesehen vom CD32, findet. Außer beim Amiga 2000A werden am Videoport auch noch bestimmte Signale des parallelen Ports angelegt, welche einige Genlocks nutzen. Wir schauen uns in dieser Folge jedoch die damals recht populären externen Genlocks an, denn Amigas wie dieser hier, ein Amiga 1200, waren insgesamt weitaus verbreiteter in der Userschaft als die teuren, großen Amigas. Von Commodore selbst gibt es dieses Teil hier, den Amiga Desktop Video Master. Dieses Gerät ist prinzipiell nichts anderes als das interne Genlock A2300 bzw. A2301 für den Amiga 2000. Angeschlossen wird es am RGB und am Parallelport des Amiga und am Genlock selbst würden wir unseren Monitor anschließen. Ja, würden mache ich jetzt nicht, denn mein Exemplar hier ist futsch. Hier haben wir noch den Composite Video Eingang für ein externes Videosignal, etwa einen Videorekorder, eine Spielekonsole oder irgendwas, was halt per Composite ein passendes Videosignal liefert. Daneben gibt es einen entsprechenden Composite Video Ausgang für den Anschluss eines zusätzlichen Monitors oder eben eines Videoaufzeichnungsgerätes, wie es klassischerweise ein Videorekorder wäre. Hier muss das Netzteil dran. An Einstellmöglichkeiten gibt es drei Intensitätsregler für Rot, Grün und Blau sowie einen Switch, der entweder nur das Computerbild, nur ein eingespeistes Videobild oder einen Mix aus beiden an den angeschlossenen Monitor weiterleitet. Daneben finden wir die Kanalwahl für RGB sowie die Möglichkeit auf Monochrom, also auf Graustufen zu schalten. Und damit dürfte im Großen und Ganzen die generelle Funktionalität eines Genlocks klar sein. Wir können damit das Amiga-Videosignal mit einem anderen mischen und dabei mit verschiedenen Parametern spielen. Dass es nicht zwingend die RGB-Kanäle sein müssen, die man variieren kann, zeigt dieses Genlock von Electronic Design, übrigens made in Germany. Hier haben wir folgende Regler. Farbintensität, Kontrast, Lichtstärke, Überblendung zwischen den Kanälen mit dem sogenannten Fader. Dieses Genlock braucht keine Verbindung zum Parallelport des Amiga und begnügt sich mit dem Anschluss an den RGB-Port. Denn die für den reinen Synchronisationsvorgang notwendigen Signale, Inputs und Outputs, welche für den Genlock-Betrieb unerlässlich sind, finden wir allesamt auf dem RGB-Port. Auch bei dem Electronic Design Genlock finden wir wieder den Videoeingang und den Videoausgang. Jetzt nehmen wir aber mal das Teil her, mit dem wir hier arbeiten wollen. Optisch passend zu dem in der vorherigen Folge vorgestellten A-Cut Videoschnitt Terminal haben wir hier nun, ebenfalls vom Hersteller Hama, das Genlock 290. Findet mal den Unterschied zwischen diesen beiden Genlocks. Ja, genau, die Farbe und der Aufdruck, aber sonst nichts anderes. Das Electronic Design Sirius Genlock ist baugleich zum Genlock 290 von Hama und wer auf dieses Blau steht, dem sei es gegönnt. Ich lasse es mal wieder in der Kiste verschwinden. Wenn wir einen Blick über dieses schicke Gerät schweifen lassen, sehen wir, dass uns die Möglichkeit geboten wird, an nahezu allen denkbaren Parametern herumzuschrauben, die beim Video eine Rolle spielen können.
Da Bilder aber mehr sagen als 1000 Worte, schauen wir uns die einzelnen Funktionalitäten gleich an, wenn das ganze Ding am Rennen ist. Am rückseitigen Flachbandkabel, welches ab Werk erfreulicherweise recht lang ausfällt, wird der Amiga an dessen RGB-Port angeschlossen. Am RGB-Monitor-Ausgang des Genlocks schließen wir unseren Monitor an. Heute ist das mal der gute alte 1084 von Commodore. Digitizer Out, ein Zusatzfeature dieses Genlocks, welches zusätzliche Hardware erfordert, die ich rein zufällig gerade da habe. An diesem Ausgang kann ein Gerät angeschlossen werden, welches analoge Bilder digitalisieren und damit dem Amiga zur Verfügung stellen kann. Ein Digitizer eben. Der DigiView Gold, welchen ich hier habe, kann zusammen mit der passenden Software RGB-Standbilder digitalisieren. Betonung liegt auf RGB, also Farbe. Es war nämlich damals keine Selbstverständlichkeit, dass man Farbbilder aus einem Digitizer herausbekommen hat. Der Vorgänger des DigiView Gold, einfach nur DigiView genannt, lieferte, zumindest ohne erhöhten Mehraufwand, nur ein graustufiges Ergebnis. Warum dies so ist, erklärt sich später im Betrieb. Zum DigiView Gold Betrieb gehört auch der Anschluss Joyport 2, an dem wir ein einfaches, neunpoliges serielles Kabel anbringen und eben mit dem Joyport 2 des Amiga verbinden. Der Digitizer selbst wird am Parallelport des Amiga angeschlossen und mittels eines Cinch-Kabels mit dem Digitizer-Out-Anschluss des Genlocks verbunden. Hier haben wir nun noch den Power-Switch und, wie ich finde, sehr gut gelöst, den einfachen Zugang der elektrischen Sicherung des Gerätes. Nicht, dass man hier allzu oft dran müsste, aber wenn die Sicherung mal fliegt, so freut man sich doch über eine einfache Zugänglichkeit. Zuletzt finden wir hier noch die Spannungsversorgung für das Genlock, welche wir für den reinen Genlock-Betrieb übrigens gar nicht brauchen, also auch nicht den Schalter. Das Netzteil müssen wir nur dann anschließen, wenn wir das Genlock als Super VHS auf RGB-Konverter einsetzen wollen. Ich möchte das nicht, daher lassen wir das Netzteil hier auch einfach mal weg. Der hier rechts stehende Commodore-Monitor wird mit dem durch das Genlock durchgeschleiften RGB-Signal des Amiga versorgt und dient als Kontrollmonitor. Der andere Bildschirm ist mit dem Video-Out des Genlocks verbunden. Hier sehen wir also das fertige Ergebnis unserer Genlock-Aktivitäten. Normalerweise wäre hier nun auch noch ein Videorekorder dazwischen geschaltet, um den fertigen Film aufzuzeichnen. Am Video-In wird die externe Videoquelle, in unserem Fall ein VHS-Videorekorder, angeschlossen. Alternativ zu Composite Video stehen uns die In- und Out-Ports auch als Super-Video zur Verfügung, was eine bessere Bildqualität verspricht. Gut, wir haben jetzt alles verkabelt. Da das nun doch etwas mehr Kabelverhau als sonntags war, hier nochmal das Prinzipschaltbild aus der Anleitung des Genlock 290, beziehungsweise in diesem Fall ist es die Anleitung des baugleichen Sirius Genlocks. Und jetzt schalten wir den ganzen Battle mal ein. Das Amiga-Bild ist nun erst einmal ausgeblendet, sodass wir nur das eingespeiste Signal vom Videorekorder sehen. Das sind übrigens gar nicht mal so alte Aufzeichnungen, auch wenn sie so aussehen. Die sind von der 2015er Retrolution in Hanau-Steinheim, aufgezeichnet mit der in der vorherigen Folge vorgestellten Telefunken-Videokamera. Über das Genlock können wir dieses Videosignal beeinflussen. Es gibt die Regler für die Intensität der Rot-, Grün- und Blau-Kanäle. Zusätzlich können wir Chroma, also die Farbintensität, den Bildkontrast sowie die Helligkeit über Luminance beeinflussen. Über den Taster Bypass können wir das Amiga-Signal hart zum Videosignal dazuschalten und wieder wegnehmen. Dies geschieht aber nur am Video Out,
Der RGB-Out bleibt davon unbeeindruckt. Mit Monitor lässt sich wiederum einstellen, ob am RGB-Ausgang das gemischte oder nur das Amiga-Signal angezeigt werden soll. Sehr nützlich, wenn man zwischendurch mal etwas verändern möchte. Normalerweise lässt das Genlog anstelle der Farbe 0 des Amiga das Videosignal durchscheinen. Drücken wir aber Key Invert, so geschieht das genaue Gegenteil. Jetzt aber zu den markantesten Merkmalen des 290er Genlogs, die beiden Jet-Triebwerks-Schubregler. Ja, sehen doch zumindest so aus. Hierbei handelt es sich um analoge Fader, mit denen wir das Amiga-Videosignal und das eingespeiste Videosignal in deren Gesamtintensität steuern können. So können wir schicke Ein- und Überblendungen machen oder auch einfach mal den Schirm komplett schwarz werden lassen. Das Genlog braucht zum Synchronisieren ein externes Videosignal am Video-In. Dies hat zur Folge, dass man nur dann am RGB oder Video-Out ein Signal erhält, wenn entweder der angeschlossene Videorekorder komplett ausgeschaltet ist, dann ignoriert das Genlog den Video-Import, oder die Videoquelle muss aktiv sein, soll heißen, der Videorekorder muss das Band abspielen oder zumindest im Pausemodus ein Standbild ausgeben. Wenn wir auf Stopp drücken und der Rekorder bleibt eingeschaltet, so verschwindet das Bild vom Monitor. Muss man wissen, sonst sitzt man im Dunkeln. Einen der klassischen Anwendungsfälle des Genlogs schauen wir uns mal an. Für den Amiga gibt es sogenannte Titler-Programme. Die hier gezeigten bekommt ihr allesamt im Aminet. Leider sind die meisten davon nur Demo-Versionen. Mit diesen Titlern kann man Einblendungen für das Video generieren und dabei aus verschiedenen Vorlagen auswählen. Diese Vorlagen können entweder rein statische Bilder sein, für den eher seriösen Touch, oder auch aufwendigere Animationen. Nach dem Baukastenprinzip kann man sich so die gewünschten Einblendungen zusammenstellen. Da unsere ganze Aktion hier analog abläuft, ist es völlig egal, welche Software die Einblendungen generiert. Wir können das daher auch mit einem Grafikbearbeitungsprogramm machen. Um die besondere Bedeutung der Farbe 0 darzustellen, hier folgende Aktion. Der Screen ist komplett mit einer deckenden Farbe gefüllt. Und mit der Farbe 0 können wir nun regelrechte Löcher in das Overlay, also die darüberliegende Maske, hineinschneiden. Okay, gut, zugegeben, das, was ich hier mache, ist künstlerisch nicht gerade sehr wertvoll. Es soll ja auch nur die grundsätzliche Funktionalität klargestellt sein. Die hochkreative Ausgestaltung überlasse ich denjenigen, die mit dieser alten Technik tatsächlich auch arbeiten wollen und nicht nur spielen. So wie ich. Ein paar Takte zum Digitizer. Wie bereits gesagt, kann dieses an den Parallelport des Amiga angeschlossene Modul ein analog anstehendes Videosignal in ein digitales Standbild verwandeln. Logischerweise sollte man beim analogen Videosignal ebenfalls für ein Standbild sorgen, sonst kommt dabei, sagen wir mal, Kunst heraus. Wir drücken bei unserem VHS-Videorekorder auf die Pause-Taste, so bekommen wir ein halbwegs ruhig stehendes Bild. Über die DigiView-Software, hier Version 4, holen wir uns das Bild.
Erstmal müssen wir vorgeben, welche Parameter unser Bild haben soll. Dabei können wir hier alles so lassen, wie es ist. Vielleicht ist es ein Bug im Programm, aber wenn wir dieses Menü hier nicht zumindest einmal aufgerufen haben, erhalten wir hier in diesem Menü nicht die Auto-Funktion. Ohne diese Funktion kann der Digitizer nur ein Graustufenbild erzeugen. Wieso ist das so? Nun, der Digitizer macht aus dem analogen Bild digitale Informationen. Allerdings ist der Digitizer sprichwörtlich farbenblind. Lediglich die Helligkeitsinformationen kann er 1:1 vom analogen Bild digitalisieren. Das Ergebnis? Ein Graustufenbild. Jetzt kommt aber unser Genlog dem Digitizer zur Hilfe. Im automatischen Digitalisierungsvorgang sehen wir hier auf dem Genlog, wie die einzelnen Kanäle für Rot, Grün und Blau durchgeschaltet werden. Dies wird gesteuert über die Joyport 2-Leitung. Auf dem Bildschirm sieht es so aus, als würde der graustufige Digitalisierungsvorgang einfach nur mehrfach nun durchgeführt werden. Praktisch ist das auch so, nur dass wir nun insgesamt 3 Bilder haben, für jeden Farbkanal eines. Diese Bilder werden übereinander gelegt und ergeben im Endeffekt ein Farbbild. Der Vorgang ist ziemlich rechenintensiv und frisst Speicherplatz. Mein A1200 hier mit einer 6830er Turbokarte und 65 MB RAM hat hier schon ein bisschen was zu tun. Laden wir das Bild nun in ein Bildbearbeitungsprogramm, so haben wir unser farbiges Standbild. Dass wir hier freilich nicht von hochqualitativen Bildern im heutigen Sinne sprechen können, dürfte selbsterklärend sein. Ohne das Genlog müsste man übrigens auf heftigst martialische Mittel zurückgreifen, um ein Farbbild zu bekommen. Dafür bräuchten wir eine Kamera am Video-In des Digitizers, welche den Monitor mit unserem Video-Standbild abfilmt, sowie einen Motor, der über die Joyport 2-Leitung gesteuert wird, an welchem wiederum dieses Farbrad hier hängen würde. Die Kamera würde dann durch den gerade anstehenden Farbfilter hindurch filmen und der Digitizer das Bild aufzeichnen. Grauslige, aber gleichzeitig faszinierende Technik. Das Genlog und der Amiga waren Vertreter der ersten Stunde der Videonachbearbeitung am heimischen Computer. Gab es zwar schon zuvor Videorekorder, mit denen man den vorhandenen Film selbst nachvertonen konnte, daneben die Möglichkeit, selbst Filme aufnehmen zu können durch tragbare Videorekorder, das Genlog war die nächste Evolutionsstufe, mit dessen Hilfe man erstmals die Möglichkeit hatte, einen bestehenden Film in verschiedenen Parametern zu beeinflussen und sogar mit eigenen Grafiken und Animationen zu erweitern. Die Funktionalität an sich erscheint heute banal. Auch mag man es mit einem nachsichtigen Lächeln zur Kenntnis nehmen, dass bis Ende der 90er Jahre viele Fernsehsender ihre Stationslogos mit Hilfe eines Genlogs ein- und ausgeblendet haben. Dennoch war die Einführung dieser Technologie ein wichtiger Meilenstein auf dem sich stets fortentwickelnden Wege der Videobearbeitung. Dass dieses Thema insgesamt jedoch ziemlich eingeschlafen ist, zeigt sich recht deutlich an den wenigen bis kaum vorhandenen Themen zu diesem Thema in unseren bekannten Foren. Es ist eben wirklich ein sehr spezielles Thema, welches sehr Hardware und vor allem zeitintensiv ist. Das war's für diese Folge und vorab auch zum Thema Videobearbeitung. Besten Dank für aktuell beinahe 900 Abonnenten. Meine treuen Zuschauer, welche direkt bei Veröffentlichung der neuesten Yesterchips schauen, werden gewiss gemerkt haben, dass meine Schlagzahl deutlich abgenommen hat. Aber es geht weiter, so viel ist sicher. Stück für Stück, denn steht der Tropfen, quält das Schwein. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.